Jetzt wollte ich Ihnen noch mal ein paar Werkzeuge in der Anwendung zeigen. Das ist Delicious, sozusagen die Mutter aller sozialen Lesezeichen, Bookmarking-Dienste. Delicious stammt so aus der Ecke eher so nerdy. Alles sehr techno, viele Menschen, die sehr viel am Rechner sitzen. Und das sieht man auch heute noch, wenn man nämlich The Most Popular Bookmarks on Delicious Right Now sich anschaut, auch hier wieder die Themen Linux, Twitter-Use, Django Framework, das ist ein Python-Framework, Twitter-Tipps und so weiter und so fort. Das ist schon sehr stark. Also wenn Sie was mit Informatik machen und mit Web 2.0 etc., dann gehen Sie auf Delicious auf alle Fälle. Dort finden Sie die richtigen Leute, und auch das sieht man auch in den Popular Tags, Linux, Web 2.0 etc. So, na, was kann man machen? Es ist ganz spannend, zum Beispiel zu sagen, okay, wenn Sie sich mit einem Thema beschäftigen, zum Beispiel Web 2.0, was sind da die neuesten Ressourcen, die gefunden worden sind, oder was wird momentan stark gebookmarkt? Hier zum Beispiel Top 10 2.0 Tools. Könnten wir uns anschauen. Schauen wir einfach mal rein. Da werden ein paar Werkzeuge vorgestellt. Für mich jetzt als Erziehungswissenschaftler wäre das ganz interessant. Und jetzt schaue ich natürlich einfach mal schnell auf diese Themen drauf, oder die Tools, und denke, aha, okay, Prezi, das ist ein Online-Präsentationstool, das werden wir nochmal zeigen zum Beispiel. Spannend. Und vielleicht kenne ich ja irgendwas, was etwas noch nicht. Und so kommt man relativ schnell in neue Dienste rein. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt eine spannende Seite. Also sage ich, das will ich mir später vielleicht nochmal anschauen. Und die ganzen Social Bookmarking Tools geben einem immer wieder Möglichkeiten, seinen Browser zu erweitern. Hier habe ich so einen kleinen Tag-Button, den tue ich jetzt anschmeißen. Und kann jetzt hier meine Tags reinschmeißen. Und hier sehe ich aber schon, dass es bestimmte Tags gibt, die vorgeschlagen werden. Nicht Web 2.0, Education, Tools, das ist ein Blog, E-Learning. Okay, und damit bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Hier gibt es nochmal Vorschläge, was andere Benutzer, also die Volksonomie, sich dazu ausdenkt, aber die haben ähnliche Tags, also sage ich, okay, safe. Das heißt, der ist jetzt gesichert. Ich gucke nochmal kurz in die Website neue Ecke rein und denke, Zong, was ist das denn? Create your own social network, was ist das für ein Dienst? Und schaue ich da mal rein. Dauert schon so lange. Und schau ich mal an, aha, interessant. Scheint so etwas Ähnliches wie Link zu sein. Kannte ich noch nicht. Auch den tagge ich mir mal. Social Networking, Web 2.0 Tools, Community. Social Media, ja. Oh, da haben andere Leute das auch schon als Link-Alternative gesehen. Das will ich also auch mit mal rein tun, damit, falls ich mal nach Link suche, das auch wieder sehe. Und abgespeichert. So, kann man vorgehen. Und dadurch immer wieder sehen, was eigentlich momentan aktuell ist. So, dann habe ich hier meine eigenen Bookmarks. Wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich eben gerade, dass ich hier zwei oder drei, heute Vormittag habe ich auch schon einen abgespeichert und so weiter und so fort. Diese hier, die sind privat, die können andere Leute nicht sehen, nur ich, wenn ich mich eingeloggt habe. Hier sieht man meine Tags, und wenn ich jetzt so einen bestimmten Tag sehen will, was habe ich da eigentlich alles abgespeichert, dann klicke ich hier drauf und dann sehe ich alle Tags, die nur damit mit R zu tun haben, die Statistik-Software. Und das kann man aber auch alle anderen, können Sie auch zum Beispiel, können sich anschauen, was ich zu R oder zum Beispiel zum Thema Web 2.0 so abgespeichert habe. Und das können Sie natürlich dann auch wieder als RSS-Feed
abonnieren. Ansonsten hat man hier noch Menschen. Hier gibt es so ein paar Personen, die, mit denen ich verbunden bin. Und da sehe ich, was die für neue Links draufgetan haben. Und das kann ich auch auswählen. Wenn ich zum Beispiel sage, was hat Thomas für Links zuletzt sich abgespeichert, dann sieht man, aha, der hat jetzt hier ganz viele Dienste für EGS-SIM hier nochmal gespeichert, damit Sie die auch wiederfinden im Blog. Wenn man einen Dienst, schaue ich mir zum Beispiel das Digo an, so, mit Diego ist auch ein ganz spannendes Tool, wenn man dort Teile von einer Website sich speichern kann und da auch sich Notizen dran hängen kann. Also das ist eine ganz spannende Sache, auch für mehrere Personen. Kann ich heute nicht mehr im Detail vorstellen, vielleicht versuchen Sie es selber mal auszuprobieren. Ganz witzige Sache. Ich sage, das wäre eine Sache, die habe ich natürlich auch schon, die müsste ich vielleicht hier auch nochmal für das Sim-Tools nochmal mit reinnehmen. Wenn ich sage, das finde ich jetzt spannend, das sollte ich zu jemandem schicken, dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, also schick doch bitte diesen Link an Thomas Bernhard, dass er sich das anschaut. In dem Fall würde der das jetzt schon kennen. Du kannst aber auch, gehen wir mal wieder raus, du kannst aber auch zum Beispiel twittern. Das heißt, dass wenn man einen Link hier besonders toll findet, kann man den auch twittern. Und all das, was in Notes steht, wird dann in den Tweet übernommen. Und man kann es auch per E-Mail senden. Also ich kann mir das zum Beispiel jetzt auch per E-Mail senden, wenn ich es abspeichere, wird das mir auch nochmal als E-Mail gesendet. Ja, so viel zu Delicious und so die Grundideen des Dienstes hier vorzustellen. Man kann auch Gruppen aufbauen und so weiter und so fort. Das zeige ich jetzt hier nicht im Detail. Das ist der deutsche Dienst, der Mr. Wong. Was man hier so ein bisschen sieht, jetzt sind so, das sind eher so populär Themen, die man so auf Delicious eher nicht findet. Das heißt, es sind einfach Leute, die alle Menschen halt, die es so in Deutschland gibt, die finden sich dort wieder. Und nicht so viele technophile Menschen, sondern einfach ganz normale Menschen. Und hier sieht man so ein paar Themenbereiche, also zum Beispiel Reisen oder Fernsehen etc. Es gibt Charts. Da sind natürlich so die Top-Websites irgendwie drauf, bis die Leute das speichern. Aber ganz interessant dann zum Beispiel zum Thema Web 2.0, was ist da? Und auch da wieder eher die Hauptdienste. Da sieht man, dass man auf Delicious sicherlich ein stärker, ich sag mal, speziellere Dinge findet.